Abstand mal wieder bei euch. Also das letzte Video ist dieses Mal noch nicht so lange her. Aber es machen die Katzen mich schon wieder irre hier. Ja. Aber ich war heute im Homeoffice und mein Zugang, da ist irgendwie ein Problem bundesweit, keine Ahnung. Und jetzt habe ich gezwungenermaßen 1,5 Stunden früher Feierabend, weil ich mich nicht mehr einloggen kann, nicht mehr arbeiten kann. Schade. Naja. Und dann habe ich gedacht, bevor der nächste Lockdown so richtig fett nochmal kommt und die Kitas wieder dicht machen, ich die Kinder wieder jeden Tag zu Hause habe, nehme ich nochmal schnell ein Video auf. Ne? Einmal die Ruhe vom Sturm genießen. Ich hoffe, das klappt heute alles wieder so mit dem Fokus. Und also ich glaube, das war das letzte Mal, ging das ganz gut. Genau, schauen wir mal. Es hat sich auch ein bisschen was angesammelt wieder. Also, herzlich willkommen zu meinem Apple Bunny Strick Podcast. Ich bin Inga, ich bin 38 Jahre alt. Genau, ich muss immer rechnen, wie alt ich bin. Ne? Lebe mit meinen beiden Töchtern und meinem Freund und den beiden Terrorkatzen in Lübeck, in Schleswig-Holstein. Ja, und hier wird es jetzt gleich erstmal ums Nähen gehen, ums Stricken. Also ich habe 2 genähte Sachen für euch. Ich habe ein bisschen was fertig an Stricksachen. Ich gewähre euch wieder einen kleinen Einblick in den aktuellen Teststrick und ja, habe wieder ein bisschen was rumgebastelt, ein bisschen experimentiert und das letzte Mal habe ich wahrscheinlich auch wieder völlig umsonst hier versucht, das alles zu korrigieren mit dem Licht. Da war der Fokus gar nicht so schlecht, wie ich dachte, aber naja, bevor ich wieder 3-mal aufnehmen muss, ne? genau. Ich habe ein Buch, das ich euch zeigen möchte. Es ist ein bisschen was eingezogen. Ich zeige euch wieder nicht alles, was eingezogen ist. Es ist einfach zu viel. Also dieser Lockdown macht echt kaufsüchtig, ne? Also das darf ich meinem Freund gar nicht erzählen, was ich alles hier kaufe. Aber naja, das Geld für die, was ich hier nebenbei vielleicht durch mein Kleingewerbe so ein bisschen verdiene, das muss ja irgendwo hin, ne? Muss ich wieder neu investieren, damit ich neue Ideen schaffen kann. Genau, neue Sachen schaffen kann. So, habe ich mich vorgestellt? Ja, ich bin Inga, ne? Moin. So, ihr findet mich bei Reverie und bei Instagram und bei Facebook unter Apfelbanne. Seit kurzem schreibe ich auch Strickanleitungen. Ich habe bei Reverie einen Shop, da könnt ihr auch mal vorbeigucken, wenn ihr wollt. Ist aber ist überwiegend Kinderkleidung, so, genau. Und ja, was noch? Genau, ich möchte mich wieder ganz herzlich bei euch bedanken, für alle, die weiterhin bei mir zugucken, auch wenn es unregelmäßig ist und chaotisch ist. Und ja, das macht mich halt aus und ich freue mich jedes Mal über eure Kommentare. Ich freue mich, wenn ihr dabei seid und ja, danke, dass ihr da seid. Da freue ich mich sehr drüber. Und was ich auch nochmal sagen wollte, an alle, die bisher meine Strickanleitung, vor allen Dingen jetzt auch aktuell die Annie Blues stricken oder sie gekauft haben und angefangen haben, vielen Dank für eure lieben Rückmeldungen. Das macht mich wirklich, es macht mich so glücklich, weil mein Ziel war es mit meinen Anleitungen, den skandinavischen Stil so ein bisschen eben noch mehr nach Deutschland zu bringen und eben deutschsprachig und so anfängertauglich wie möglich, weil ich eben Muttis, die eben, keine Ahnung, nur Schals gestrickt haben bisher oder ähnliches oder eben sich halt nicht wirklich an größere Sachen rantrauen, aber gerne für ihr Baby mal stricken möchten, aber eben einfach Angst vor größeren Projekten haben. Ich wollte diesen Menschen diese Angst einfach nehmen. Ich wollte, dass Spaß bei der Anleitung entsteht, dass Lust auf mehr entsteht und dass man einfach danach eben auch ein Erfolgserlebnis hat, was geschafft zu haben, dass man sich getraut hat einfach, ne? Dass man stolz auf sich sein kann. Und ich habe so wahnsinnig viel. Kannst du mal abhauen hier? Oh, diese Katze, ne? Der reißt mir hier wahrscheinlich gleich noch, der dreht schon da durch. Der läuft hier von Raum zu Raum so völlig amok. Der ist nicht, also, der ist schon 17. Aber das, also, nee. Oh. Will jemand eine Katze haben? Ich habe die abzugeben. Nein, ich liebe ihn. Manchmal liebe ich ihn, aber der ist, oh, das ist anstrengend, ey. Der ist anstrengender als Geschwisterkinder, ehrlich. Oh, so war ich jetzt gerade. Es ist chaotisch strukturiert hier, ne? Genau, und es haben mich so viele herzliche Mails erreicht, eben, wo sich die Leute bedankt haben, dass sie für diese Anleitung bedankt haben, weil sie eben selber sich, sie haben praktisch die Stricknadeln entstaubt und haben sich wieder rangetraut und haben wieder richtig Lust zum Stricken und dass sie eben auch gut zurechtkommen mit dieser Anleitung und so, und das freut mich wirklich sehr. Da habe ich mein Ziel erreicht, das ist wirklich, es ist so toll und ja, genau. Und ich hoffe, ich werde noch mehr Anleitungen in diesem Stil rausbringen. Und ich hoffe, es wird noch ganz viele Menschen glücklich machen. Mich macht es glücklich. So, jetzt fangen wir aber erstmal an. Ne? Es ist eine Dauerwerbesendung. Ich bewerbe mich selber. Ich bewerbe ganz viele andere Firmen, weil ich kaufe Wolle. Ich erzähle euch, was das für eine Wolle ist. Ich erzähle euch, was für Strickmuster ich oder nie Schnittmuster ich genäht habe. Und genau, alles so, ne?
Das meiste ist selber gekauft. Wenn was gesponsert wurde, erzähle ich euch das. Ach, ich bin wieder völlig außer Atem, aber ich wollte jetzt hier nicht schon wieder 20 Minuten irgendwie nur so bla 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 bla, ne? Kennt ihr ja schon von mir. So viel ist hier in letzter Zeit auch gar nicht passiert. Ist viel passiert, muss ich mir überlegen. Muss ich euch noch irgendwas erzählen hier? Ne, wir haben ein neues Auto, habe ich erzählt? Ja, ne? Das ist super, noch nicht kaputt. Es leuchtet eine Leuchte, es macht uns ganz kirre, aber es ist nur eine Glühbirne. Also, Auto ist noch heil, Gott sei Dank. Das wäre es auch noch gewesen, ne? Also, das ist echt, ja. Ne, ansonsten ist hier gar nicht so viel passiert, glaube ich. Doch, das Äffchen hat eine Trotzphase, ganz extreme Trotzphase. Mit nach hinten werfen, auf den Boden werfen und schreien, wenn die ihren Willen nicht kriegt. Und das ist echt vom Feinsten. Also, das ist auch schon wieder echt eine Herausforderung, ne? Die Große wird tatsächlich gerade ein bisschen ruhiger, bis auf, dass sie nicht gehorcht. Aber auch das ist eine Phase, ne? Mit 5 Zahnlückenpubertät, habe ich gehört, heißt das. Ja, sie sucht auch schon verzweifelt einen Wackelzahn. Aber ja, mal gucken. So, das war's so von hier. Mehr ist hier gar nicht los im Moment. Ich fange mal an, ne? Genau, ich fange einfach mal an. Womit fange ich an? Mit den fertigen Sachen. Genau. Boah, diese Katze, jetzt glotzt er mich an. Das macht mich ganz nervös. Naja, egal. So, wir fangen mit den fertigen Sachen an. So, was habe ich denn hier? Ihr werdet es nicht glauben. Ich habe echt, also einen Meilenstein in meiner in meinem Stricklebenslauf. Ich habe Socken gestrickt. Und sogar zwei. Zwei Stück sind es geworden. Ja, und sie sind fertig, komplett. Sie wurden auch schon getragen. Größe 29. Ich habe gedacht, ich fange klein an. Und sie sind fertig geworden. In dem einen... Das war mein erster Socken. Da habe ich ganz gepflegt noch reingestrickt. Ne? Naja, stört die Kleine zum Glück nicht. Also die große Kleine, also meine größere Tochter. Ja, ist mir jetzt also aufgefallen. Egal. Ich weiß nicht, wie das... Keine Ahnung. Ich habe mir die Boomerang-Ferse genommen. Und ich weiß nicht, wie es passiert ist. Keine Ahnung. Reiß mir hier dieses Licht nicht runter, Katze. Ja, gut. Sie trägt es trotzdem. Der andere, das ist also beim anderen Minimallöcher. Aber naja. Sie sind fertig! Ja, ich habe Socken gestrickt. Ich freue mich gerade total. Ne? Also das ist, ja. Und die Kleine, wie gesagt, sie trägt, sie sind oben so ein bisschen locker geworden, aber naja, die nächsten werden dann vielleicht besser. Ich habe auch tatsächlich schon neue Socken angeschlagen für mich selber. Also ich wollte mich in der Größe nochmal ein bisschen steigern. Mal gucken, ob ich die fertig stricke und ob es da einen zweiten geben wird. Ne? Zeige ich euch gleich nochmal. So, das hier ist auf jeden Fall aus der Gründelwolle. Die habe ich. Wo habe ich denn das angefangene Knäuel? Ups. Das war diese hier. Das reicht tatsächlich auch noch für die Kleine, ne? Genau. Habe ich hier bei uns im Discounter hier des Vertrauens, ne? Sag ich jetzt mal keinen Namen. Grün kriegt man ja eigentlich fast überall, ne? Da habe ich mir auch noch andere Farben gekauft. Kann ich ja so zwischendurch nochmal zeigen hier. Ich habe hier keine Struktur, ihr merkt es, ne? Genau, da habe ich nämlich diese hier habe ich auch nochmal gekauft. Die finde ich ganz schön. Und hier für den Herren... Ne, also für Herrn Appelbande diese Farbe, die habe ich für mich dann nochmal bestellt, nicht bestellt, gekauft. Also dieser Farbverlauf, den finde ich halt auch ganz cool. Ja, mal gucken. Also ich fand einfach die Farben so richtig schön und habe ich gedacht, ach, nimmst du mal mit. Und ja, aber wie gesagt, die ich angeschlagen habe, sind auch selbst gefärbter Wolle. Also noch nicht diese hier. Aber ja, wie gesagt, der Mann, der kriegt vielleicht auch noch welche, je nachdem wie meine Motivation bei Socken bleiben wird. Aber der hat Schuhgröße 48. Also da muss ich, also das ist wahrscheinlich das, was ich hinten anschiebe. Schatz, ich liebe dich, aber du kriegst irgendwann Socken. Aber ja, bei der Schuhgröße, das ist dann tatsächlich doch was, ja, wo man denn ein bisschen länger dran sitzt wahrscheinlich, ne? Aber ich habe neulich, genau, da habe ich nämlich von dem Cardigan für die Lütte, habe ich den Ärmel gestrickt die ganze Zeit. Und dann habe ich gedacht, das ging ja auch die ganze Zeit irgendwie mit, ja, Magic Loop dann halt, ne? Und dann habe ich gestrickt und gestrickt und immer war ja glatt rechts. Und ich gesagt, ey, wenn du hier Ärmel strickst, dann kannst du auch mal Socken stricken, ne? Und dann habe ich gedacht, ach komm, jetzt strickst du einfach mal Socken. Und dann hatte ich mir diese Sockenbretter hier von der Steinbach, ne, geholt und das ist tatsächlich ganz cool. Da habe ich gedacht, ach, für zwischendurch, ne? Höchst motiviert. Ich glaube, das nächste Mal versuche ich was mit Muster, aber erstmal versuche ich stehen los, erstmal so ohne Löcher und so, ne? Erstmal so ein bisschen üben und dann mal schauen. Aber so, wenn man zwischendurch mal was anderes strickt möchte, ist das dafür echt ganz cool, glaube ich. Ja, ich bin ganz stolz. Ich habe Socken gestrickt. Das war das. Einfache Stinus, ne? Also ich habe jetzt hier nicht irgendwie nach einer Anleitung oder so. Ich habe mir einfach die Maße im Internet rausgesucht für Größe 29 und dann die normale Boomerang-Ferse, weil das ist die einzige Ferse, die ich kann. Die anderen kann ich nicht.
Und dann die normale Bändchenspitze, ne? Das andere ist das Einzige, was ich kann bei Socken. Was anderes weiß ich nicht. Keine Ahnung, wie das funktioniert. Muss ich mir vielleicht nochmal angucken. Ich habe ja auch Bücher, wo das drin steht. Ich müsste mich vielleicht einfach nochmal hinsetzen und das angucken, wie das geht. Ich bin hier schon ja ganz dunkel, ne? Ach, ich lege hier nachher einfach mal einen Filter drauf und dann bin ich ganz hell und farbenfroh und pickelfrei vielleicht, ne? Mal gucken. Genau. So, das nächste fertige. Genau. Das mache ich hier jetzt mal drauf. Die habe ich euch das letzte Mal schon angefangen gezeigt, die Edlar-Kofte, ne? Das ist ja meine aktuelle Strickanleitung, die jetzt gerade in den Teststrick geht. Das heißt, mein Stammteam hat schon mal vorgetestet. Und ich habe jetzt am Freitag den Aufruf, Freitag, ne? Nee, Samstag. Samstag den Aufruf gemacht. Bis heute kann man sich noch bewerben bei Facebook und Instagram. Und genau, ab morgen geht es dann offiziell los. Also da haben schon einige gestrickt jetzt natürlich, ne? Wie gesagt, das Stammteam. Und ich habe so ein paar Mädels von der Annie Blues noch rübergeholt, ne? Also wer da Lust und Zeit hatte. Aber mir fehlen halt noch ein paar Größen. Natürlich gerade die großen Größen, so 100, was war das? 146, 152 habe ich glaube ich noch keinen und Größe 74, 80 ist auch noch nicht so wirklich gut besetzt, aber da haben sich jetzt ein paar beworben, da muss ich noch mal gucken. Genau, und ich eigentlich, ich habe es ja euch ja im letzten Podcast schon gezeigt, ist es ein Cardigan mit einer Rüsche hinten dran und dann wurde jetzt aber gesagt, ja, dass gerade bei den größeren Kindern vielleicht oder Jugendlichen so eine Rüsche hinten vielleicht nicht so toll ist. Oder für kräftig gebautere Kinder ist das halt, oder halt mit wenig Taille oder so, ist halt so eine Rüsche nicht immer vom Vorteil. Und dann haben wir überlegt, okay, dann machen wir eine A-Linie noch in den Cardigan. Und ich habe jetzt auch festgestellt, ich mache zwei Anleitungen draus, weil das ist doch umfangreicher, als ich dachte. Ja. Also es ist nicht einfach nur so ein Extra, es ist tatsächlich doch schon, auch wenn es gleich anfängt, doch schon sehr umfangreich und deswegen werden dann Schwestern getestet. So, das wäre jetzt die normale Edlar-Kofte. Ne, das ist so die A-Linien-Version, eben mit, ich liebe ja diese Raglan-Linie, ne, die macht auch unheimlich viel Spaß zu stricken, ist ganz simpel, ne, auch nur durch Umschläge. Und dann habe ich hier unten eben dieses Muster. Das normalerweise bei der Volang-Version, also bei der Rüschen-Version, nur auf der Rüsche ist, geht es bei der A-Linie eben einmal komplett rum. So. Und das gefällt mir tatsächlich richtig gut. Unten sind wieder so ein bisschen diese Puffärmchen, also diese Ballonärmchen dran. Und ja, gefällt mir richtig, richtig gut. Ich finde das so schön. Ich blende euch wieder ein Bild ein, wie das getragen aussieht. Das ist fürs Äffchen. Allerdings ist die ein bisschen groß geworden. Weil die wieder so einen Sprung gemacht hat und wieder so viele Sachen nicht gepasst haben, habe ich für sie jetzt gestrickt eine Größe 98-104. Und man sieht auch auf den Fotos, dass es tatsächlich sehr großzügig noch ist. Also es hätte eine 92-98 gereicht. Ich habe ihr jetzt auch noch eine Rüschenversion gestrickt. Die kann ich euch aber heute nicht zeigen, weil sie die anhat heute gerade. Aber da blende ich euch auch ein Bild ein mit der Rüschenversion. Und das habe ich gestrickt aus der Lana Grossa. Zeige ich euch beim nächsten Podcast vielleicht nochmal dann in live. Und die habe ich eine Nummer kleiner gestrickt, die sitzt auch viel, viel besser. Aber naja, auf Zuwachs ist auch immer gut. Die habe ich jetzt gestrickt aus der, habe ich euch beim letzten Mal auch schon gesagt, ne? Aus der BC Garn, Bio Balance. Die habe ich gekauft bei Wolledale. Die supportet auch den Teststrick, genauso wie Dein Stück Glück. Also ich habe zwei Shops, die uns da so ein bisschen unterstützen mit 10%, was ganz schön ist für die Teststricker, ne? Kann man noch mal ein bisschen shoppen, ein bisschen Geld sparen dabei. Genau, und das Schöne an der Biobalance ist eben, dass es normal Merino-Wolle ist, gemischt mit Baumwolle. Dadurch kratzt es wirklich so gut wie gar nicht. Also es ist halt, und vor allen Dingen ist es halt auch so ein Ganzjahresgarn irgendwie, ne? Weil es halt genauso wie, ich weiß nicht, ihr kennt ja wahrscheinlich auch die Sadness Garn Duo, die ist ja auch so ein Mix aus Baumwolle und Normalwolle. Und das kann man tatsächlich das ganze Jahr dann auch verstricken. Es hält warm, aber man schwitzt eben nicht so drin, ne? Durch die Baumwolle an sich, ne? Und das gefällt mir auch die Farbe richtig gut. Dann habe ich für das Outfit direkt darunter nochmal eine Tunika genäht. Das ist das Elfending von Four Chapter. Das ist eigentlich ein Kleid. Das kann man als Stufenkleid nähen. Das kann man ganz normal einfach mit Passe und Rockteil nähen. Langärmlich, kurzärmlich. Man kann Taschen dran nähen. Es hat hier eben diese Knopfleiste. Die kann man nach vorne oder nach hinten machen. Und ich habe es jetzt aber als Tunika-Version genäht, ne? Also ich habe es ein bisschen gekürzt, weil ich das einfach schön zu Leggings und so ganz schön. Ich wollte jetzt kein Kleid haben, ich wollte jetzt halt wirklich einfach nur eine Tunika haben. Huch, das geht da kaputt hier. Na, habe ich schlampig genäht, seht ihr das? Hier ist leider kaputt gegangen. Oh, guck mal, hallo. Ja, da nähe ich nochmal drüber.
da habe ich, wie ist das nur passiert? Ach so. Ja, weil das ist, ich habe das jetzt genäht aus dem Musselin von Stoff und Stiel. Den finde ich halt total schön und der ist halt gerade fürs Frühjahr und für Sommer richtig leicht. Seht ihr hier so die. Jetzt hört ihr ihn, ne? Der dreht schon wieder völlig durch, alter Schwede, ey. Ich glaube, der wirft mit Schränken nach seinen Eltern oder so. So klingt das zumindest. Aber naja. Genau, der Stoff ist total schön, aber hier habe ich dann zu knapp. Ich glaube, ich habe zu knapp kantig genäht, weil ich habe das mit der Overlock genäht. Und das ist halt Webware. Ne? Ich war zu faul, um das zu versäubern und dann mit der Nähmaschine zu nähen. Aber mit der Nähmaschine wird es natürlich ein bisschen fester dann nochmal. Ne? Ich glaube, ich nähe dann nochmal mit der Nähmaschine drüber und dann ist das wieder heil. Aber ich finde das halt einfach unheimlich süß. Und dann mit diesem Cardigan dazu, das ist einfach goldig, ne? So, genau, dann nehmen wir den einmal raus, weil ich brauche die Bügel jetzt nämlich für das nächste Teil. So, genau, das kommt auf dem muss ich heil machen Stapel. Das kommt auf den Weckung. So. So, ihr merkt, ich rausche durch, ich muss die Kinder um 2:30 abholen. Deswegen, ich weiß immer nicht, wie viel Zeit habe ich noch. Ach, oh, ich habe ja noch 1,5 Stunden, Mensch. Kann ich euch ja noch voll zutexten hier jetzt. Aber eigentlich möchte ich ja, bevor ich losfahre, noch mal ein bisschen stricken. Ein bisschen, ja, wie gesagt, die Zeit habe ich ja ganz egoistisch. Ne? So ein bisschen, wenn ich dann schon mal ein bisschen Zeit habe, dann muss ich das ausnutzen. Ach so. Parallel update ich jetzt auch gerade mein Mac, ja? Weil ich so gedacht habe, naja, wenn ich eh nicht arbeiten kann und der Zeit blinkt schon seit irgendwie 2 Wochen, Update, Update. Und ich mache, oh, nee, jetzt nicht. Und jetzt habe ich gedacht, naja, wenn ich jetzt eh parallel hier sitze, kann er das nebenbei auch noch mal updaten. Ja, so, genau, so, das nächste. Dann ist ja letzte Woche, vorletzte Woche, oh, ich habe kein Zeitgefühl mehr, ne? Fragt mich mal nicht, welcher Tag heute ist. Montag, ne? Auch Datum, oh, darf ich keinem erzählen. Ich bin so völlig, also, ja, fernab von der Realität, so manchmal, was das angeht. Aber naja, egal, ich mache hier nochmal ein Schleifchen rein, dann sieht das vielleicht hübscher aus. Genau, vor 2 Wochen, glaube ich, ist ja meine Annie Blues veröffentlicht worden, auf die ich unheimlich stolz bin. Und das ist ja quasi die Winter-Frühjahrs-Edition, weil das Garn ist halt, was man für die Annie nimmt, ist halt sehr, nimmt überhaupt auf, ja. Ist halt sehr dünn. Ich habe ja eine Maschenprobe von 28 angesetzt. Kann man theoretisch Baumwolle nehmen, aber es ist schon eher auf elastische Wolle ausgelegt. Und jetzt habe ich überlegt, irgendwie hatte ich Bock zu experimentieren. Und dann hatte ich überlegt, ah, ich habe ja noch so viel von der Knitting for Olive Merino da. Und habe überlegt, ach, ich wiederhole mich auch eine Woche. Ich wollte dann fürs Äffchen nochmal eine Annie stricken. Und beim Stricken hat die sich immer weiter verändert. Ne? Das ist, passiert mir so oft im Moment, ne? Dass ich was stricke und ich habe dann was im Kopf. Und beim Stricken verändert sich das und wenn es fertig ist, ist es ganz was anderes geworden. So, und das ist jetzt tatsächlich zwar auch eine Annie geworden, aber ganz anders als in der Strickanleitung, ne? Weil normalerweise nimmt man ja hier mit KFB zu. Und ich habe jetzt überlegt, ach nö, ich habe Bock auf was anderes und habe dann einfach mit Umschlägen zugenommen, viel weniger Maschen zugenommen als eigentlich erforderlich und habe dann halt so eine Häkel, also das ist auch nicht ein I-Cord gestrickt, sondern diese Kordel habe ich gehäkelt. Da habe ich praktisch eine Luftschlange. Hallo. Eine Luftmaschenschlange gehäkelt und dann nochmal feste Maschen. Feste sind das, ne? Feste Maschen? Ich glaube feste Maschen, genau. So dass sie halt ein bisschen dicker ist, ne? So, kann man das hier sehen? Weil ich einfach Bock auf Häkeln hatte. So, ich häkle ja ansonsten schon nicht, aber sowas mag ich total gerne. So, genau, die Raglan-Zunahmen sind ganz normal wie bei der Annie. Muster habe ich hier auch ganz normal. Aber ich habe sie dann halt kurzärmlich gehäkelt und am Armabschluss, so wie eben auch hier unten, habe ich noch eine Häkelborte dran gehäkelt. Kann man das so ganz gut sehen? Also einfach mit Stäbchen so ein Muster, ne? Also ich habe dann quasi ganz normal, ups, ganz normal abgekettet, habe dann nochmal komplett feste Maschen gehäkelt und in diese Reihe von Runde von den festen Maschen habe ich dann so eine Häkelborte reingehäkelt, ne? Also so mit Stäbchen.
und festen Maschen so gemixt. Und das gefällt mir tatsächlich richtig gut. Hinten, ne, wieder hier der Tröpfchenausschnitt mit dem Knopf dran. Und ja, das ist auch wieder die Knitting for Olive Merino, die ganz normale, in Rauchblau. Finde ich auch total schön. Die habe ich gekauft bei Dein Stück Glück auch wieder. Und ja, und das gefällt mir total gut. Und ich glaube, die kamen bei Instagram auch ganz gut an. Also ich glaube, ich werde noch eine Sommer... Ich habe da auch schon so ein paar Ideen. Also ich werde das dann quasi in dieser Richtung machen. Aber ich habe auch noch ein paar andere Ideen, die ich vielleicht da noch mit reinfließen lasse, sodass ich vielleicht dann nochmal so auf Baumwolle eben auch ausgelegt, Baumwollgarn oder so Mischgarn. Es gibt ja den Knitting for Olive auch gemischt, ne? Baumwolle und Merino. Und ja, ich muss mal gucken. Wenn der Cardigan jetzt fertig ist, dann werde ich vielleicht da nochmal eine Sommer-Edition machen oder so. Mal gucken, ob mir da noch genug einfällt, sodass sich das lohnt. Aber das fand ich tatsächlich sehr, sehr schön. Auch da kann ich euch nochmal ein Tragebild einblenden. Also das auch sehr alltagstauglich, ne? Da hat sie halt viel Platz drin. Und das Schöne ist halt wirklich beim Äffchen, dass die super gerne gestrickte Sachen trägt. Also die reißt mir die teilweise schon aus der Hand, wenn ich am Stricken bin. Und dann steht sie da vor mir und will mir die Sachen entweder wegnehmen, weil sie Aufmerksamkeit will. Dann guckt sie richtig so. Guckt sie mich so an. So. Und dann reißt sie mir die Sachen weg und dann guckt sie aus. Und dann grinst sie auch so richtig fies, ne? Also so richtig so. Man weiß wirklich, dass sie Blödsinn im Kopf hat. Ne? Und dann entweder kreizt sie sich mein Handy oder mein Strickzeug, weil sie ganz genau weiß, dann kriegt sie meine Aufmerksamkeit. Oder sie sagt halt meiner und dann will sie das halt am liebsten sofort schon anziehen. Also die zickt glücklicherweise bei Strickkleidung überhaupt nicht rum, die liebt das. Ne? Und die zickt eher rum, wenn ich ihr das ausziehen will. Und die Große wiederum ist ja so, oh nee, das kratzt und das juckt und bla. Aber die Große ist ja sowieso im Moment sehr anstrengend, was das alles angeht. Ne? Was Kleidung angeht, die ich selber mache, die sucht sich was aus und dann ist das doch wieder alles blöd. Womit wir auch gleich zum nächsten Teil kommen. Den wollte ich euch beim letzten Mal schon zeigen, aber da habe ich das vergessen. Also meine Große, die liebt Regenbögen. Die liebt absolut Regenbögen. Diese Regenbogenfarben, Regenbögen an sich, rosa, alles, ne? So, und dann hatte ich hier diesen schönen Stoff von Stoffduo. Habe ich mir gekauft, fand ich mega schön, weil ich dachte, oh, das ist genau das Richtige für die Große. Ne? Sie hat den Stoff gesehen und sagte, oh, da will ich was draus haben, da will ich was draus haben. So, und dann hatte jetzt ja Franzi von 4Chapter, von der auch das Elfending ist, jetzt zum Probenähen wieder und für das Swart-Ding. Und das ist halt ein Hoodie mit einer Rüsche unten oder eben ohne Rüsche und dann cropped, mit Kapuze, ohne Kapuze kann man halt, also wirklich ganz viele Variationen. Und da habe ich dann für meine Große, weil die von diesem Kleidertick ab ist und inzwischen auch gerne Shirts trägt und Pullover, habe ich ihr ein Wartding genäht. Und ich bin so verliebt in dieses Teil. Ich muss mal, glaube ich, ein bisschen zoomen, sonst seht ihr das gar nicht. Achtung, Unordnung. so. Ne? Also hier ist so die Rüsche. Hinten ist die Kapuze dran, da habe ich drinnen ganz normal nochmal so ein Jersey, so ein Streifen-Jersey. Ne, der passt so farblich ganz gut. Und dann ist vorne halt, ist das halt eine Wickelkapuze, ne? Also die geht hier über Kreuz. Das finde ich halt immer sehr, der Ausschnitt ist schön weit, das ist schön lässig, es ist mein Akku gleich alle. Aber ich habe ja einen zweiten, ne? So ist es ja nicht. Also nicht wundern, geht gleich irgendwie aus. So. Und ja, und gerade das mit dieser Rüsche, ich finde das so bezaubernd, ne? Das hat mir so gut gefallen. Das habe ich für die Kleine, habe ich schon 2 Stück davon genäht, aber aus anderen Stoffen, ne? Kann ich, glaube ich. Moment. Da. Das ist die Kleine, ne? Die liebt das Ding auch. So, genau, für die Kleine ist das der. Und die Kleine hat sogar Glitzer drauf. Das Goldene da, sieht man jetzt nicht, ne? Ist Glitzer. Und auch da habe ich so eine Streifenkapuze drin. So, der Stoff hier ist übrigens von Stoff und Stil. Das war ein Rest. Beides ist Sommersweat, also der hier auch. Ich kann euch hiervon auch nochmal ein Tragebild einblenden von der Großen. Auf jeden Fall hatte ich dann mit der Großen, die hat das Ding wirklich, ich mache mal wieder hier ran, ne? Ich muss ja, die Unordnung muss ja nicht sein hier im Hintergrund. Die hat, also wir haben Fotos gemacht und da hat sie sich wohl eigentlich auch recht wohl darin gefühlt. Also hatte ich zumindest den Eindruck.
ne, das Fotos machen hat echt Spaß gemacht und so. Und sie hat dann wieder rumgeturnt, wie sie so ist. Ne? So, und dann wollte sie das Ding ausziehen und dann habe ich das bei ihr in den Schrank gepackt und seitdem hat sie das nie wieder angehabt. Ne? Und ich so, sag mal, warum ziehst du den denn nicht an? Ich mag die Punkte darauf nicht. Ich denke, du fandest den Stoff so toll, ne? Du wolltest doch was daraus haben. Ja, und ich mag das nicht, dass das weiß im Hintergrund ist. Danke. Das ist echt, also die macht mich irre, ne? Ja, gefällt ihr nicht, wollt sie nicht anziehen. Dann habe ich schon überlegt, was machst du damit? Verkaufst du das Teil oder packst du es? Ich habe gedacht, es ist eine Größe 122, ne? Und ich dachte, naja, für die Kleine wegpacken lohnt sich auch nicht, ne? Die hat jetzt irgendwie Größe 98. Wie lange soll ich denn das wegpacken? 4 Jahre? Habe ich auch keine Lust, kann ich hier lieber was Neues nehmen, ne? Witzigerweise hat die Kleine das Ding gesehen und die zieht das auch in dieser Größe an. Und es passt tatsächlich, ne? Also, na klar, die Arme sind natürlich viel zu lang, logisch, ne? Aber so von der Länge her passt es halt super vom Ausschnitt. Also, das ist halt, und das ist halt oversizig, ne? Aber es sieht trotzdem total süß aus. Also, ich könnte jedes Mal, ach, das ist so goldig, ne? Und die ist tatsächlich so, die sagt dann immer, sieht man hier auch schon, hat sich hier schon voll gesaut, ne? Ich glaube, Fruchtzwerg oder so ist das, weiß ich auch nicht. Auf jeden Fall, das Ding krallt sie sich immer direkt schon vom Wäscheständer, ne? Und dann will sie das anziehen. Und da, ach, da freue ich mich so drüber, ne? Aber ich dachte, oh, ich habe schon echt gedacht, so, es hätte mir irgendwo auch in der Seele wehgetan, das Ding so ungetragen zu verkaufen, so ohne, dass die Kinder das irgendwie getragen haben. Aber so 4 Jahre hätte ich das jetzt auch nicht mehr wegpacken wollen, ne? Aber sie trägt es jetzt tatsächlich. Und das trägt sie dann wahrscheinlich auch lange. Entweder bis es kaputt geht oder bis es dann in 4, 5 Jahren irgendwann nicht mehr passt. Und da freue ich mich sehr drüber. Warum bin ich denn jetzt so dunkel hier? Hallo. Ich muss hier dann mal ein bisschen weiter runter machen, dann auch vielleicht, ne? Ich hoffe, der Filter wird was bringen nachher. Wir werden sehen. Oh, das blinkt das die ganze Zeit rot, ne? Oh, das macht mich ganz nervös. Es ist, als wenn ich hier noch schneller reden muss und ich überschlage mich jetzt schon. So, also ich verlinke euch natürlich wieder alles unten in der Infobox. Ich muss hier gleich mal, jetzt genau, ich muss mal hier irgendwo gucken. Bis gleich, Moment. So, da bin ich wieder. Ja, also das Blinken, das hat mich ganz irre gemacht. Da kann ich mich jetzt gar nicht konzentrieren so richtig und ja, genau. So, weiter geht's mit den Sachen auf den Nadeln. Die fertigen Sachen habe ich jetzt mal hier zur Seite gepackt. Auf den Nadeln habe ich Socken. Eine Socke. Und zwar auch eine ganz normale Stino-Socke mit einer Bumerang-Ferse. Aus selbstgefärbtem Garn, weil ich einfach mal gucken wollte, wie das aussieht, wenn das verstrickt ist. Da kann ich euch mal, falls es euch, ja, ich weiß nicht, ob euch das interessiert, ihr kennt ja, ich stricke da wahrscheinlich öfter mit handgefärbten Garn als ich. Ich kann ja mal einmal die Stränge einblenden, wie die aussahen. Die Cakes, die sehen jetzt... so aus. Das ist Wolle von Schmusewolle. Wie heißt die? Gipfelstürmer, ne? Gipfelstürmer, also diese normale Socken, ich glaube aber, das ist 6-fach oder das ist 4-fach. Also es wirkt, ich dachte, das wäre die normale 4-fach, aber das wirkt total dick irgendwie, ne? Ich weiß das auch nicht. Also irgendwie, Socken bin ich ja nicht so erfahren. Oder? Das wirkt, also wirkt irgendwie ganz schön dick. Aber naja, auf jeden Fall, ich finde das so ganz witzig, wie das verläuft. Ne, dann habe ich hier so versucht, das mal so abzusetzen, weil ich das bei den anderen Podcastern aber voll cool fand, wenn die da so die Spitze, das hier oben und die Ferse halt, ne, wenn das halt so anders, also so mit Kontrastfarbe, das fand ich das hübsch. Allerdings muss ich sagen, also ich war einfach neugierig, wie sich diese Wolle, wie das aussieht, wenn ich die verstricke, die gefärbte. Also irgendwie haut mich das jetzt nicht so. Aber ich bin auch, man darf nicht vergessen, ich bin ja eigentlich so ein Uni-Stricker, ne? Also ich bin ja mehr so einfarbig und dann eben changierend. Das mag ich halt super gerne. Also handgefärbtes Garn, das einfarbig ist, aber eben changiert. Das finde ich halt total schön. Und so diese ganz bunten Dinger ist eigentlich überhaupt nicht meins. Und das, was hier so beim Färben, das war so ein Experiment eigentlich, so mit Kool-Aid, habe ich das mal versucht. Und das war beim Färben witzig, der Strang sah auch total schön aus. Und beim Verstricken, ich finde es okay, ist jetzt aber nicht so, dass ich sage so, wow, geil, ich muss jetzt hier 1000 Stränge färben und mir das jetzt als Socken verstricken. Das Einzige, was mich nochmal reizen würde, ich habe jetzt ja neulich den Podcast nochmal von Heike gesehen, von Mondlichtgarne. Aber die ist ja immer ausverkauft, ne? Ich bin da auch nicht so...
Vorher hat mich das eigentlich so ihre Garne oder allgemein so handgefärbte Sockenstrickgarne überhaupt nicht so interessiert, weil ich die als Strang unheimlich schön fand. Verstrickt nicht unbedingt meins und eben ich bin halt nicht so der Sockenstricker. Deswegen habe ich das immer gar nicht so verfolgt mit ihren Shop-Updates und sowas. Jetzt habe ich ihre letzte Folge neulich gesehen, da hat sie so viele Frühlingsfärbungen drin gehabt, die als Strang unheimlich geil aussahen. Ich dachte, Hammer. Ne? Also, was war das eine? Das war so mit ganz viel Grüntönen und so mit Braun und das Rosenholz oder so. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich gedacht, oh, gönne ich mir so die Sockenwolle. Ich gönne mir das. Ich bin ja jetzt hier voll unter die Sockenstricker gegangen. Naja, so, ne? Und, aber die Färbung fand ich halt einfach unheimlich schön. So, ausverkauft, super. Und dann habe ich wirklich original ihre ganzen Sockengarne einmal durchgeklickt, alles weg. Alles, da war gar nichts mehr da. Ich so, toll, ey, jetzt willst du mal hier Sockengarne kaufen, nichts da, ne? Toll, ganz toll. Naja, habe ich Geld gespart. Aber ich muss da tatsächlich mal dranbleiben, weil ich glaube, ich hoffe, dass sie das nochmal nachfärben wird. Aber ich glaube schon, weil wenn die so angesagt sind, dann wird sie da die wahrscheinlich, ne, wenn die so schnell ausverkauft sind, wird sie die bestimmt nochmal nachfärben. Vielleicht habe ich das nächste Mal Glück. Und ich glaube, da werde ich mir tatsächlich mal so diese, oh, ich muss mal gucken, wie die heißt, ich weiß das gar nicht mehr. Aber ich habe die im Kopf, wie die aussah. Und ich glaube, da werde ich mir tatsächlich mal so ein, zwei Stränge gönnen. Und wenn es keine Socken werden, wird es irgendwas anderes. Mal gucken. Ist ja Fingering Weight, kann ich ja theoretisch auch zu Annie verstricken. Weiß nicht. Mal gucken. Aber das hat mich tatsächlich schon so ein bisschen, ja, begeistert. Also diese Färbung, da muss ich tatsächlich nochmal gucken. So, genau. Also hier stricke ich jetzt zwischendurch immer so ran, weil ich gedacht habe, wenn ich Ärmel stricken kann, kann ich auch Socken stricken, ne? Mal schauen. Ich bin mal gespannt, ob das Paar fertig wird oder nicht. Wir werden es sehen. So, genau. Mal gucken. So, wo bin ich noch dran gerade? Also ich habe ganz viele Wips. Ich zeige euch natürlich nicht alle. Ich zeige euch jetzt nur das, wo in letzter Zeit ein bisschen was dran passiert ist. Und gestern habe ich tatsächlich mal wieder meine Ella rausgeholt. Die Ella My Size von Linnit. Die lag jetzt ganz lange, weil ich ja mit meinen Annies hier immer noch zu tun hatte und mit den Teststricks und sowas. Aber gestern hatte ich tatsächlich mal wieder Bock, weil ich dachte, oh, warum sollen die Kinder mal was bekommen? Ich will mir auch mal wieder was stricken, ne? Und ja, ich habe zwischendurch ein bisschen an meiner Eigenkreation gestrickt, an dem Longpulli, den ich mir selber stricke, aus dem Bohai-Garn. Aber seit dem letzten Podcast nicht. Doch, zwischendurch, aber nur so ein Stück, glaube ich. Deswegen, also das lohnt sich, das am Körper jetzt ein bisschen gestrickt, das lohnt sich noch nicht zu zeigen. Entschuldigung, die Nase juckt. Oh, der Heuschnupfen geht wieder los, ne? Ja. So. Genau, das ist ja, den habt ihr beim, habe ich den beim letzten Mal gezeigt? Weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ein bisschen, ich habe jetzt hier auch mal so einen coolen Fortschrittsmarker, ne? Ich habe die alle ganz fein säuberlich immer in so einer Dose drin, aber nie genutzt, weil ich eigentlich immer nie wirklich lange an Sachen stricke. Also zumindest an den Kindersachen nicht. Die sind ja immer innerhalb von irgendwie 3-4 Tagen fertig. Ich stricke jeden Abend so 2-3 Stunden. Zwischendurch, auch wenn ich die Kinder zu Hause habe, tagsüber, so wenn die Kinder mich so richtig auf die Palme bringen, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, ne? Also so dieses, also mich holt das runter. So wenn die eine mich von der Seite zudröhnt und die andere mich von der Seite zudröhnt, Mama, ich hab Hunger, Mama, ich hab Hunger, Mama, kannst du mir den Hintern abwischen, Mama, kannst du dies, Mama, kannst du das, bla. Und dann stehe ich hier, Insel, und dann setze ich mich tatsächlich einmal hin. Und wenn es nur 2 Reihen sind, ne? Oder eine Reihe, ich setze mich dann wirklich hin und stricke irgendwie irgendein Glattrechtsteil. Meistens dann was von den Kindern oder jetzt eben auch die Socke. Setze mich hin und stricke. Und das holt mich so runter, das hält mich tatsächlich vom Schreien ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Manchmal geht es nicht anders, dann wird man halt trotzdem mal laut, nützt ja nichts, ne? Kennt ihr alle wahrscheinlich. Aber, oh Gott. Ich habe das Fenster zu, ne? Trotzdem juckt das. Naja. Und das holt mich tatsächlich runter, ne? Aber dadurch stricke ich natürlich auch nie wirklich lange an Sachen. Also ich habe die Kindersachen wirklich meistens innerhalb von einer Woche fertig. Da stricke ich länger an Socken, ehrlich gesagt. Also Kindersachen gehen wirklich schnell. Ja, jetzt haben wir hier wieder ein Fokusproblem wahrscheinlich, ne? Ich sehe das jetzt schon kommen, dass ich nachher bearbeite und wahrscheinlich das ganze Video wieder voll in die Tonne treten kann, weil der Fokus irgendwo auf dem Knopf da hinten lag oder so und nicht auf meinem Gesicht. Na, wir werden es sehen. Ich rede einfach mal weiter. Wird schon gut gehen. Genau, und das ist, ich bin fast fertig mit dem Muster. Ne, das ist, läuft ja über 4 Reihen eigentlich. Genau. Ich bin jetzt hier beim letzten Blatt angekommen. Ne, der soll dann ja schwupp so
Ne? Also das ist hier vorne, ist ja Vorderteil dann. Genau, und dann geht es nachher in den Glattrechtsteil über. Ach, ich liebe dieses Blattmuster, ne? Ich mag das total. Das sieht natürlich jetzt alles sehr krüppelig aus, weil das ja die geribbelte Isaga ist. Ne? Ich weiß nicht, wer meine letzte Folge nicht gesehen hat. Ich hatte ja den Girlfriends-Cardigan von Anke Strick schon fast fertig aus dieser Wolle. Hab dann aber festgestellt, das Ding teilt. Ich ziehe das nicht an. Das sieht bei mir nicht aus. Kraus rechts ist halt bei mir, das trägt auf. Ne? Es ist halt so, ne? Nach beiden Kindern irgendwie habe ich jetzt auch kein gesundes Essverhalten mehr, so dass ich sage, ja, ich habe halt einfach zugenommen. Ich trage keine M mehr, ich trage inzwischen halt einfach eine 2XL. Ne? Eine XL bis 2XL. Das ist nun mal einfach so. Und da ist Kraus rechts nicht unbedingt von Vorteil. Bei mir zumindest nicht. Und da habe ich gesagt, nee, das Ding ziehe ich nicht an. Und das habe ich ja die ganze Zeit überlegt und dann habe ich jetzt diesen angestrickt. Und hatte die komplette Wolle geribbelt und das ist ja zweifädig gewesen, weil ich aus der Isaga Twinny zusammen mit der Isaga Alpaka 2 gestrickt habe. Ja, oder immer noch stricke jetzt. Und habe das halt geribbelt und das geribbelte Knäuel sieht dann so aus. Und da habe ich jetzt ja, ich glaube, 8 Knäule von oder so. Na, sieht nicht mal ganz so schick aus. Wobei der nächste Cake sieht schon wieder, der geht schon wieder. Ne? Also der sieht nicht ganz so schlimm aus. Und ich habe es natürlich dann komplett zweifädig auch geribbelt. Ja, aber dadurch sieht das natürlich sehr knautschelig hier alles aus. Und ich hoffe einfach, dass sich das durchs Baden nachher, durchs Entspannungsbad ein bisschen legen wird. Ich freue mich allerdings jetzt auch schon. Ich meine, das Teil mit den Blättern macht schon sehr, sehr Spaß. Aber ich habe momentan auch wieder echt ein Talent dazu, beim Stricken einzuschlafen abends. Ne? Und morgens gucke ich mir das an und denke, oh, was habe ich denn da gemacht? Ne? Irgendwie kommen da Maschen her, die gehören da nicht hin. Und irgendwie haben mir welche gefehlt. Und irgendwie waren dann noch welche hier unten drin. Und keine Ahnung, habe ich Maschen verloren und... Oh, das ist dann schon ärgerlich, ne? Und von daher bin ich dann ganz froh, wenn es jetzt in den Glattrechtsteil geht, wo ich dann wirklich abends runterstricken kann. Und dann ist es auch nicht schlimm, wenn man mal einschläft, weil die Maschen kann man dann schnell wieder mit einer Häkelnadel hochholen. Das ist dann gar kein Problem, wenn man da was verliert. Ja, und hier habe ich jetzt geschlust zwischendurch, ne? Also ich habe dann wirklich, wenn ich abends müde war, hier so ein paar... Na, kann ich euch das zeigen? Ich habe das... Da hatte ich dann aber keinen Bock, das zu ribbeln. Na, wo ist es denn? Irgendwo hatte ich hier ein Teil... Hier auf der Seite oder auf der anderen. Da habe ich dann immer Maschen abgenommen und zugenommen, damit die Maschen passen. Schön geschlammt. Ich glaube, hier ist das. Aber kann man jetzt nicht so sehen, ne? So das hier. Eigentlich ist das hier sehr einheitlich und ja, bei mir nicht so. Aber kann man jetzt auch nicht so gut sehen. Naja, egal. Habe ich, glaube ich, gut gechinscht. Also von daher. Ja, da ist es ein bisschen weitergegangen, ne? Also hier so ein Stück. So ein Stück kam da gut zu. Jetzt bin ich mit dem Muster fast fertig und dann freue ich mich, wenn ich dann bald mal wieder einen neuen Cardigan habe zum Anziehen. Dass ich mal ein bisschen wechseln kann, weil gefühlt habe ich echt nichts mehr zum Anziehen. Ne? Also es ist nicht so, dass ich nicht wenig Klamotten habe. Also ich habe mir ja auch jahrelang viel genäht, wobei ich da vieles verkauft habe, weil ich es einfach nicht mehr anziehe, weil es mir dann zu bunt war. Ich bin im Moment tatsächlich einfach eher schlicht. Und... habe nur so ein paar Teile davon behalten und ja, irgendwie habe ich, irgendwie, ich ziehe halt immer das gleiche an, so meine Mama-T-Shirts, ne? Das sind die guten vom Discounter. Aber naja, wenigstens mein Kuka-Cardigan von Rosa P. oben drüber. Ja, den habe ich tatsächlich oft an, also hier zu Hause ständig werfe ich mir den, weil der wird ja auch oft getragen, der ist so schön oversizig, den kann man super immer drüber ziehen, mag ich super gerne. Aber ja, ich habe Schwierigkeiten, Klamotten zu finden, die ich auch selber nähe oder stricke, in denen ich mich super, super wohl fühle. Zum Beispiel mein Dalia My Size, den ich euch gezeigt habe, aus der Alpaka von Schaffenmeier. Den finde ich unheimlich schön. Ich trage den eigentlich auch gerne. Im Moment habe ich aber eben das Problem, dass ich wirklich mich so eingesperrt fühle in meiner Kleidung, weil die irgendwie gefühlt, irgendwie ist sie dann zu eng an den Arm oder irgendwie zu kurz und dann bin ich nur am Zuppeln. Oh, ich mag das im Moment nicht, ne? Und das, ich habe Schwierigkeiten. Deswegen habe ich tatsächlich im Moment wirklich immer nur meine ganz normalen Longshirts. Die gehen auch alle über den Popo rüber. Die sind wirklich lang, diese Shirts. Meine genähten Jenners, also da fühle ich mich tatsächlich am wohlsten im Moment drin, ne? Ist aber mehr so der Casual-Look, ne? Ist ja jetzt nicht unbedingt so dieses Ausgeh-Outfit, sag ich mal. Also von daher, ja. Mal gucken. Aber ich habe dann noch so ein paar Sachen auf der Liste, die ich für mich auf jeden Fall stricken und nähen möchte. Was wollte ich euch jetzt noch zeigen? Genau. Was ist noch? Ne, einen habe ich hier noch auf den Nadeln. Genau.
Die Edla-Kofte, da habe ich euch die fertige jetzt gezeigt. Und dann hatte ich mir jetzt noch, hatte ich noch eine angeschlagen fürs Äffchen. Da habe ich die Wolle zur Verfügung gestellt bekommen von Stoffe Hemmers. Die haben mich angeschrieben, und weil die meinen Content ganz gut finden, und also auf Instagram, und ob ich für die nicht Stoffe vernähen möchte. Und aber zum Nähen komme ich halt nicht so viel im Moment. Und da habe ich denen, zu denen halt auch gesagt, ne, dass ich halt im Moment einfach, ich habe nicht eine Woche Zeit, also ich schaffe das nicht, in der Woche ein Outfit zu nähen, zu fotografieren, Fotos zu bearbeiten, einen Beitrag zu schreiben und was weiß ich nicht, das schaffe ich halt gerade mit den Kindern zu Hause, ich schaffe es nicht. Ne. War für die Gott sei Dank okay, und die haben mir halt ein bisschen mehr Zeit geschenkt, sag ich mal. Ne. Das heißt, ich durfte mir da jetzt ein paar Stoffe aussuchen, die zeige ich euch aber beim nächsten Mal, aber die habe ich natürlich noch nicht vernäht. Und Wolle durfte ich mir aussuchen, weil ich halt gesagt habe, zum Stricken komme ich einfach mehr. Das kann ich in der Insta-Story immer so ein bisschen mit reinnehmen. Und dann nähe ich da halt ein Outfit zu, sobald ich ein bisschen Luft habe. Nächste Woche, was? Nächste Woche habe ich Urlaub. Genau. Aber da habe ich eben auch die Kinder zu Hause. Mal gucken, vielleicht nehmen meine Eltern die Kinder zwischendurch, dass ich an die Nähmaschine kann. Der Mann braucht auch noch eine Mütze, der hängt mir schon am Nacken, dass er unbedingt eine Mütze braucht, muss ich unbedingt nähen. So, naja, auf jeden Fall habe ich mir dann die Filda ausgesucht. Die Wolle Filda Merino 3,5. Und da habe ich die Edla angeschlagen in A-Linie. Ich habe mir so ein schönes Gelb ausgesucht. Wobei, ich zeige euch mal, was für Stoffe ich mir dazu ausgesucht habe. Moment. So. Genau, ich habe mir dann nämlich dazu fürs Äffchen diesen hier ausgesucht. Das ist auch ein Musselin, und ich finde, der passt einfach unglaublich gut dazu. Allerdings habe ich auch noch ein Jersey und noch ein Musselin ausgesucht für die Große. Die Große findet diesen hier aber doof. Also das ist halt auch ein Jersey jetzt. Da wollte ich ein Shirt draus nehmen. Der passt hierzu aber auch sehr geil, finde ich. Ja, also wenn man den hier so ranhält. Das sind so schöne Blümchen in so rosa. Das fand ich total hübsch. Und guckt euch mal so mit dem zusammen. Das sieht doch gut aus, oder? Ich finde, das passt. Das heißt, die Große findet den hier doof. Der passt theoretisch auch mit diesem hier gut zusammen. Da. Und ich muss mal gucken. Dann kriegt halt die Kleine das entsprechende Outfit dazu mit diesem Cardigan. So, und da ist mir natürlich wieder ein Fauxpas passiert. Also, ich habe die Anleitung für die Edla nochmal ausgearbeitet. Also mein Stammteam hat da noch ein paar Sachen gefunden. Ich hatte mich ein paar Mal verrechnet, und dann haben wir überall hin und her überlegt, wie machen wir das mit der A-Linie. Dann hat das Diagramm mich so halbwegs in den Wahnsinn wieder getrieben, weil das irgendwie immer nicht gepasst hat. Und dann habe ich es aber hingekriegt. So. Und habe dann gedacht, okay, jetzt schlägst du die neue Version nochmal an und testest das durch. So, und ich denn, ne? Hier wieder die schöne Raglan-Passe, Raglan-Linie, ne? Und dann Arme abgeteilt und Strick und Strick und Strick und komm beim Diagramm an. Und dann denke ich, warum passt das nicht? Ich so, hä? Dann hatte ich 20 Maschen zu wenig. Ich so, wat? Was habe ich denn da gemacht? Ja, habe ich die Zunahmen für die A-Linie vergessen. Oh, ich bin auch so ein Honk, ne? Echt, ich habe normalerweise, kommen hier dann die Zunahmen für die A-Linie, dass das so richtig schön ausgestellt ist. Und dann wirklich bis hier gestrickt und festgestellt, dass ich komplett diese Zunahmen vergessen habe. Oh, ich bin so eine Tröte. Habe mich die Krätze geärgert. Ich so, oh ne, ich ribbel das jetzt. Ich hatte jetzt aber auch keine Lust zu ribbeln, ehrlich gesagt. Also, habe ich improvisiert. Und dann habe ich das Diagramm, habe ich mir dann einmal angepasst und habe dann statt 4 Musterreihen nur 2 gestrickt. Ich komme mal dich daran. So, ich kann euch das ja hier nochmal zeigen, weil eigentlich sind es ja, ups, eigentlich sind es ja 4 Reihen, ne? So. Und ich habe jetzt was anderes versucht. Ich habe jetzt nur 2 reingestrickt. Ist noch nicht gebadet, deswegen natürlich sehr knautschig. Da sieht man das hinten besser vielleicht. Genau, also nur 2 gestrickt. Habe mit dem I-Cord abgekettet und habe dann nochmal Maschen im hinteren Teil des I-Cords aufgenommen für eine untere Rüsche. Und die habe ich jetzt inzwischen auch schon abgekettet. Die kräuselt sich jetzt natürlich noch, weil es noch nicht gebadet ist. Und hier kommt noch eine Häkelborte dran. Ähnlich wie diese hier, habe ich überlegt. Ne? Genau. Ich hoffe, das wird so cool, wie ich mir das überlegt habe. Genau.
Oder ich mache eine andere Hegebotte dran, das weiß ich noch nicht. Auf jeden Fall werde ich jetzt hier unten nochmal komplett diese feste Maschen machen. Dann stellt sich das, denke ich, auch nochmal ein bisschen und dann mache ich die Borte dran. Dann wird das auch noch ein bisschen länger. Ja, und dann kriegt die auch ihre langen Ärmel noch. Und dann mache ich hier auch wieder hier drinnen mache ich dann auch wieder die festen Maschen und dann drei Knöpfe oben ran. Das mag ich halt so am liebsten. Man kann natürlich auch eine durchgehende Knopfleiste machen. Das ist aber nicht so meins. Ganz viele mögen das. Aber vielleicht mache ich es bei dieser doch. Ach, ich weiß auch nicht. Mal gucken. Also ich sage ja, ne? Ich fange an zu stricken und während des Strickens verändert sich das Teil. Ne? Das ist halt echt, ja. Also ein Plan ist bei mir immer so ein bisschen, kreativer Kopf, ne? Naja, mal sehen. Mal sehen, was da nachher fertig bei rauskommt. Vielleicht wird es doch eine Weste, ich weiß es noch nicht. Auf jeden Fall, habe ich das gerade auf den Nadeln und das kommt dann, da wird dann noch ein Outfit aus diesen beiden Stoffen. Ich weiß noch nicht, entweder wird es auch wieder ein Elfending, also ein Kleidchen. Warum blinkst du jetzt? Das geht ja hier gleich wieder aus, weil ich die 4 GB geknackt habe oder was? Oh, ich kann das nicht leiden, wenn die Kamera mich anblinkt, ne? Ja, und dann wie gesagt, oder es wird ein Röckchen und ein Shirt und dann die Jacke drüber. Ich muss mal schauen. Da, auch das wird wahrscheinlich was ganz anderes, als ich jetzt gerade im Kopf habe. Es ist, wie gesagt, kreatives Chaos. So, das war das. Genau, die Tasche kennt ihr ja, ne? Ja, auch schon genäht. Ups. So, das waren diese beiden Stoffe. Und dann durfte ich mir noch aussuchen, ja, wie gesagt, eigentlich dieser hier für die Große. Und dann habe ich mir noch diese Musseline dazu ausgesucht. Das ist Batiste so ein bisschen, ne, mit Stickerei, mit Batiste-Stickerei drauf. Und ist halt Webware, ne? Also Musseline ist ja, für die, die es nicht kennen, diese Spucktuch-Eigenschaft, ne? Also es ist halt dieser Spucktuchstoff für Babys quasi, den man jetzt aber eben, der ist ja jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, oder 3 Jahren ganz groß im Trend. Gerade für den Sommer ist es halt toll. Warum bin ich jetzt hier schon? Hallo, unscharf. Und genau. Ja, und entweder wird es dann für sie jetzt auch ein Kleid oder ein Rock und dann was anderes dazu. Das weiß ich nicht. Und für die Große habe ich mir dann diese Wolle dazu ausgesucht. Das ist die Schachenmeier Merino Extra Fein 120. Und das ist halt so ein bisschen changierend auch, ne? Das ist so ein schmutziges Rosa, das so ein bisschen grau changiert. Und das finde ich halt, hierzu fand ich das auch ganz schön. Und das wird entweder wird's der Dahlia Cardigan von The Knit oder es wird auch eine Adler. Da muss ich mal gucken. Ich muss mal gucken, ob ich hier mit der Maschenprobe hinkomme, weil ich habe für die Adler eine Maschenprobe von 24 Maschen. Und die Wolle hat ja 22, ne? Also es ist ja ein Decay-Weight und ich muss mal gucken, ob ich da auf die 24 komme, wenn ich da eventuell mit der Nadel runtergehe. Ich muss mal schauen. Aber könnte zu dick werden. Ah, ich mal sehen. Aber auch da, ich habe Pläne, genau. So, dann war ich shoppen. Die Gründelgarne habe ich euch schon gezeigt. Dann habe ich jetzt ganz mutig wieder Sockengarn gekauft. Das hat mich bei Idee, also Wolle Rödel, angelacht. Das sind so diese, 2 Stück habe ich davon gekauft. Vintage Sockengarn. Und ich fand einfach diese Farbe total cool. Also dieses mit diesem Grün und diesem Gesprenkelt und so. Ich fand das total schön. Mal gucken, wie das nachher verstrickt aussieht. Und ich weiß auch nicht, das sind halt 100 Gramm und dann 420 Meter. Das ist halt ganz normal Schuhwolle auch, ne? Also 75 Schuhwolle, 25 Polyamid, also Sockenwollgarn ganz normal. Das finde ich halt, das mag ich halt auch gerne als Shirts oder so verstricken, weil das halt super in die Waschmaschine kommt, ne? Die Waschmaschine tut dem Garn halt nichts. Deswegen ist es natürlich immer ganz schön. Ja. Läuft noch? Ja. Genau, das war das. Und wie gesagt, mal sehen, ob Socken werden oder nicht. Dann war ich hier vor Ort in unserem Wollladen des Vertrauens. Die haben, als wir aufmachen durften, bin ich sofort hin und musste erstmal einkaufen. Aber ich habe so diesen Drang momentan. Ich brauchte gar nichts, ne? Aber doch, in diesem Fall brauchte ich was. Ich brauchte halt einen Garn für die Adler, für die Anleitung, weil ich hatte ursprünglich angesetzt die Rico Design Sienna. Für die Anleitung, habe auch den Verbrauch danach berechnet, um dann festzustellen, dass es dieses Garn gar nicht mehr wirklich gibt.
Und das bringt mir ja nichts, wenn ich dann eine Anleitung schreibe, von wegen, ja, du brauchst so und so viele Knäuel von diesem Garn, wenn du halt genau das so sehen möchtest. Und das kriegst du gar nicht mehr so. Ne? Und jetzt habe ich halt einen Garn gesucht, das gut passt. Und da habe ich mich für die Cool Wool entschieden von Lana Grossa. Und da habe ich mir 3 verschiedene Farben geholt. Die Melange ist das sogar. Ich mag, wie gesagt, dieses Changieren sehr gerne. Ja, seht ihr? Und aus diesen habe ich für die Kleine eben die Edler-Kofte, die Edler-Volant-Kofta gestrickt, also die mit der Rüsche. Und die Maschenprobe kommt tatsächlich richtig gut hin und ist auch echt sparsam. Also die hat von industriell schon, also der industrielle Hinweis ist schon, oder die industrielle Empfehlung ist schon 24 Maschen auf 10 cm auf Nadelstärke 3,5, glaube ich. Ja, 3 bis 3,5 und ich habe auch 24 Maschen auf 3,5er Nadel und stricke recht fest eigentlich. Also das hat super gepasst und ich habe für Größe 92, 98, 3 Knäule gebraucht und minimal was über gehabt. Also ich glaube, ich habe 5 Meter über gehabt oder so. Und die hat eine Lauflänge, also auf 50 Gramm hat die eine Lauflänge von 160 Metern. Also da kommt man schon recht weit mit und die lässt sich unheimlich schön verstricken. Ne? Also ich bin ja sowieso so ein Fan von Lana Grossa, also die mag ich richtig gerne. Also auch wenn es Industriegarn ist. Das ist, gibt ja immer so diese Industriegarn, lieber handgefärbt und so. Ja, ich mag beides, ne? Also ich mag halt auch, also ich stricke gerne Industriegarn, einfach weil es maschinenfreundlicher ist, für mich maschinenfreundlicher ist und weil es halt mehr meinem Farbschema entspricht, ne? Es ist halt, gerade für Kinderkleidung finde ich halt Industriegarn schöner, weil es meiner Meinung nach irgendwie robuster ist und es ist, also ich finde halt, handgefärbtes Garn ist halt einfach teurer. Und finde ich dann zu schade für Kinderkleidung, muss ich sagen. Weil Kinderkleidung halt auch einfach mal schneller kaputt geht oder da ein Fruchtzwerg drin landet oder was weiß ich. Ne? Das wird halt einfach öfter gebadet bzw. gewaschen oder wie auch immer. Und normalerweise, meine Stricksachen zum Beispiel, kommen nicht so oft mit Wasser in Kontakt. Die lüfte ich dann eher oder besprühe die mal mit Wasser, keine Ahnung, und lasse sie dann nochmal Luft trocknen irgendwie. Da bin ich halt, also die, ne, oder ich bürste den Dreck raus und lüfte sie dann oder so. Und da nehme ich dann auch gerne mal vielleicht handgefärbtes Garn, habe ich auch noch liegen, ganz tolles, das ich verstricken möchte. Aber so für Kinder mag ich halt wirklich Industriegarn lieber, weil es dann auch nicht so weh tut, wenn denn so ein Teil doch mal versehentlich, was mir schon ein paar Mal passiert ist, in der Waschmaschine landet. Wo das Ding dann nur noch halb so groß ist und irgendwie ordentlich verfilzt. Ne? Das wird mir bei handgefärbten Garn echt in der Seele wehtun. Also ist so schon schmerzhaft, wenn man bedenkt, dass man da mehrere Stunden dran gesessen hat. Aber wenn es dann noch so ein gutes Garn ist, dann bin ich da echt so, oh nee. Und deswegen, also ich bin da echt bei Industriegarn, also ich verstricke sehr, sehr viel Industriegarn. Aber auch gerne mal handgefärbt. Also da bin ich auch, ich habe... Wie gesagt, also bei Heike muss ich unbedingt nochmal einkaufen und ich habe jetzt in England hatte ich mir mal handgefärbtes Garn bestellt. Das habe ich auch schon da, aber ich habe noch nicht das passende Projekt. Doch, das eine war der Yonagazuki, aber ich habe momentan keinen Bock auf Zopfen. Deswegen zieht sich das nochmal. Also mein Kopf macht da auch nicht so mit. Ich darf im Moment, also ich habe momentan keine Lust auf so komplizierte Sachen. Ich brauche wirklich was, was so leicht von der Hand geht oder so, ne? Dann habe ich von Karos Fadenreich noch was liegen, da haben wir getauscht. Die hat von mir meine verfilzte Annie, für, die in der Maschine gelandet ist, hat sie mit mir getauscht, weil die war tatsächlich noch gut. Sie hat nur mein Äffchen nicht mehr gepasst. Und da hat sie mir Wolle geschickt, auch richtig schöne, zeige ich euch auch nochmal. Ja, also ein bisschen was an handgefärbte Wolle habe ich auch da. Von Kerstin, von Quickstrick habe ich auch was, weil ich mit ihr mal getauscht hatte, das auch. Aber ich habe auch noch kein passendes Projekt dafür. Weil da ist, glaube ich, auch Jack mit drin irgendwie. Das war auch so ein richtig schönes Garn. Da muss ich nochmal gucken, was das noch wird. So, das war das. Oh, ich komme hier schon wieder auf 1,5 Stunden wahrscheinlich. Dann habe ich gekauft, was ganz cool ist. Das ist der Überraschungskoffer von Wool the World mit Crea Deluxe Wolle. Crea Deluxe ist ja ein dänisches Unternehmen. Das wird ganz doll gehostet von Mette Witwit. Die hat auch ein Buch rausgebracht, Stricken für die Kleinsten, richtig schön. Und die strickt halt ganz viel mit Crea Deluxe. Und die haben wunderschöne Farben, die haben ganz tolles Baumwollgarn, die haben auch Merinogarn. Ich habe mir jetzt aber auch eine Box mit Baumwollgarn zusammengestellt. Und das sind diese Farben. Und das ist halt wirklich... ganz feines Baumwollgarn,
Gott zertifiziert, meine ich, ist das auch. Also Organic Cotton. Und das hat, habe ich das hier gelesen, 50 Gramm, 165 Meter Lauflänge, Maschenprobe von 24 auch. Also da muss ich nochmal gucken. Aber da habe ich auch schon so ein paar Ideen, eben zum Beispiel für die Sommer-Annie oder so. Aber ich habe auch allgemein noch ein paar Ideen für Tops für den Sommer für Kinder. Da muss ich mal schauen. Aber ich müsste eigentlich immer was für Jungs machen. Ne? Ich bin eine Mädchenmama, ich tue mich ganz schwer mit Jungs-Sachen. Aber ich habe schon Anfragen bekommen. Ich muss da eigentlich mal was machen. Mal sehen. Genau, und den habe ich bestellt bei Wool the World. Und da gibt es drei Boxen. Einmal eine S-Box, eine M-Box und eine L-Box. XL auch. Ich weiß gar nicht, ob ich die L- oder die XL-Box habe. Aber die Preis-Leistung stimmt eigentlich. Ne? Man kann das in diesem, man kann sich natürlich so ganz normal Wolle da bestellen. Warum ist denn das jetzt wieder so dunkel hier? Oder eben mit diesem Koffer zusammen. Und ich fand das mit dem Koffer ganz schön. Ist natürlich auch ganz schön nochmal, wenn man einen Flat Lace macht oder so. Dafür fand ich, wollte ich den eigentlich. Ja, jetzt ist sie wieder ausgegangen hier. Genauso für Flat Lace oder Fotos wollte ich den Koffer haben. Und ich muss mal gucken. Ich fand halt die Farben auch so schön. Allerdings brauche ich im Moment ein bisschen mehr Frühlingsfarben. Das sind ja auch so wieder mehr Herbstfarben oder so. Ich brauche so ein bisschen was Helleres im Moment. Genau. Aber da könnt ihr bei Wool the World ja gucken. Die haben ganz schöne. Die haben auch nicht nur Crea Deluxe, die haben auch noch ganz viel anderes, auch so ein bisschen selteneres Garn, was man halt nicht überall bekommt, das finde ich auch ganz schön. Dann kam meine Knit Crate Box an. Ich weiß gar nicht mehr, welcher Monat ist denn das? Jetzt kam hier alles so durcheinander. Der Januar ist ja komplett gecancelt worden irgendwie. Ich glaube, bei mir kam jetzt vorher der Februar an, oder was? Ich weiß es gar nicht, war es der Februar? Und das ist, nee, der Dezember und das jetzt ist der Februar, ne? Ich weiß es nicht. Aber ich bin so echt so enttäuscht, ne? Aber es ist wieder so typisch für mich. Ich habe umgeswitcht auf Energize Me. So. Und es sollte diese Garne geben, ne? Und das hier ist die Palette von der Energize Me. Und da stand halt drin, man kriegt zwei Stränge von einer dieser Farben. Und ich habe gedacht, oh, es ist eine Auswahl von vier. Ne? Da werde ich ja nicht unbedingt diesen Strang hier bekommen, den ich absolut hässlich finde und der absolut nicht meins ist. Diese drei finde ich alle drei mega. Da wäre es mir völlig egal gewesen, welcher Strang kommt. Bei den anderen, oh, das geht so, ne? Deswegen habe ich gedacht, na komm, zockst du mal. Und was kam an? Ihr könnt mal dreimal raten. Was kam an? Ne? Also, ich habe gekündigt bei Nitray. Ich habe keinen Bock mehr auf den Scheiß. Nee, also ich habe echt, also ich habe völliges Verständnis dafür, dass die Lieferschwierigkeiten haben wegen Covid. Wobei hier ist noch so ein cooles, das fand ich schon wieder cool. Das ist hier so ein. Ne, so ein Maßband. So, hier, Anleitungsheft. Also Knitcrack kennt ihr alle, ne? Und das ist jetzt schon wieder Odin Wohls. Und ja, also ich habe jetzt zum einen gekündigt, weil zu dem Zeitpunkt, wo ich gekündigt habe, habe ich noch auf drei Lieferungen gewartet. Ne? Also auf den Dezember, Januar und Februar. Ich habe gedacht, naja gut, du kündigst erstmal. Die drei Sachen sollen erstmal ankommen und dann kannst du überlegen, ob du wieder einsteigst oder nicht. So, der Februar ist inzwischen da. Also der Dezember ist gekommen. Hier, der Februar ist da, von dem ich leider enttäuscht bin. Also, ne, ich habe schon bei Instagram gepostet. Also, wer Interesse hat, gerne melden. Ich tausche gerne. Und der Januar wurde jetzt ja komplett gecancelt, weil die da irgendwie, keine Ahnung, irgendwie gab es Schwierigkeiten. Irgendwie sollen wir das Geld jetzt wohl erstattet bekommen oder was? Ich weiß es nicht genau. Oder die packen, schicken irgendwas anderes los. Inzwischen ist es ja auch so, dass man sich, glaube ich, gar kein Garn mehr aussuchen darf, sondern dass sie wirklich nur noch diese Zufallsboxen machen. Und da habe ich, oh, ich weiß nicht. Also, wenn das wirklich noch so wie am Anfang gewesen wäre, dass sie wirklich verschiedene Handfärber immer da haben, die so Indie-Dyer, ne? Wo sie halt, das hat die ja am Anfang ausgemacht, dass das wirklich amerikanische kleine Handfärber waren, die sie vorgestellt haben praktisch. Ne? Die haben dann. Da haben die ein Motto gekriegt und haben danach gefärbt. Und das fand ich total toll. Deswegen habe ich das damals gemacht. Und weil ich diese Überraschung halt schön fand. Aber jetzt inzwischen ist es wirklich nur noch Odin Wools. Und es sieht für mich auch nicht mehr unbedingt nach handgefärbter Wolle aus. Also es ist inzwischen ja auch alles größer geworden. Es haben immer mehr gemacht. Und was ja auch toll ist, und das Prinzip an sich finde ich ja auch gut, aber es ist, also die Wolle haut mich einfach nicht mehr so vom Hocker. Ne? Und ich bin halt auch jemand, der am liebsten mit Nadelstärke 2,5 bis maximal 4 strickt. Und am liebsten eigentlich so 3,5. Und die letzten Wollen, die kamen, sind halt wirklich so dickere, so, was ist das jetzt hier, Worsted?
Decay. Ne? Das ist auch Decay-Weight, 211 Meter auf 100 Gramm und es ist halt 80% Wolle, 10% Seide, 10% woher. Es ist schon eine gute Qualität, auch wenn die Farbe nicht, überhaupt nicht so meins ist. Und dann gab es auch noch so ein, so ein Chunk-Garn. Ich weiß nicht, also es überzeugt mich einfach nicht mehr. Ne? Und deswegen habe ich jetzt auch gekündigt und gesagt, ach komm, ist halt einfach nicht mehr meins. Ne? Und es ist immer noch günstig, also so ein Paket kostet ja inklusive Versand immer noch so 26,99 € oder so. Was prinzipiell ja günstig ist, dafür, dass es auch aus Amerika kommt und das Wolle in Amerika eigentlich doppelt so teuer ist. Ne? Also da zahlt man ja eigentlich für 100 Gramm schon fast irgendwie 30-40 € nur für einen Strang. Für einen ganz normalen Merino-Strang, der handgefärbt ist. Ne? Also das ist schon, Wolle ist da richtig schweineteuer. Also dafür ist die tatsächlich echt günstig. Aber nur weil sie günstig ist, ne? Wenn sie mir nicht gefällt, wenn es nicht meins ist. Wenn ich es nicht verstricken werde, weil es nicht zu mir passt, dann brauche ich es auch nicht mehr. Also von daher war das jetzt mein letztes Paket. Es sei denn, da kommt jetzt für den Januar noch was. Oder die bringen tatsächlich vielleicht nochmal einen anderen Färber mit rein. Oder da kommt nochmal eine Wolle, die mich völlig vom Hocker haut. Aber ich denke mal nicht. Also bei mir war es das wahrscheinlich jetzt erstmal mein Knit Crate. So. Dann kam was an. Also, ich habe euch, glaube ich, in meinem allerersten Podcast oder im zweiten, habe ich euch ja das Klompe Lompe Buch gezeigt. Ja? Also da waren ganz, also das ist ja Klompe Lompe, das ist ja so ein Zweiergespann an Mamis. Das ist die, wie heißt die? Hanne Andreasen Jelmas und Torun Steinsland. Die kommen aus Norwegen, die haben beide Kinder und die sind halt für praktische Kinderkleidung, für Strickkleidung, für Ganzjahreskleidung, für anfängertaugliche Anleitungen. Und genau, da habe ich mir damals dieses Buch aus dem Knauer Verlag gekauft, habe da auch was draus gestrickt. Unheimlich schön. Und das ist halt, das Schöne ist halt wirklich, dass es für Jungs und für Mädchen gleichermaßen ist. So. Und von Klompe Lompe kam jetzt ein neues Buch raus im Stiebner Verlag und das habe ich mir schon im Dezember oder im November, ich weiß es gar nicht mehr, vorbestellt schon. Na, und jetzt kam es am Samstag, kam es endlich an. Oh, habe ich mich gefreut. Oh, ist das ein tolles Buch. Na, also, Stiebner Verlag, es ist ein Hardcover. Sind wieder unheimlich tolle Fotos darin. Also wirklich, also die Fotos von Klompe Lompe, ich bin da wirklich, es sind auch die gleichen Models, ne? Also, die sind halt nur größer geworden. Aber es sind die gleichen Models wie aus. Also ich denke, es sind auch die Kinder von den beiden Damen. Es sind 40 Anleitungen in diesem Buch. Von Babygröße bis 12-jährige Kinder. Es sind Accessoires drin. Was ich sehr geil finde, auch Puppenkleidung diesmal. Das heißt, für alle Puppenmamas, man kann Partneroutfits stricken. Seht ihr die ganzen Zettel hier? Ich würde euch am liebsten das ganze Buch zeigen. Es sind so wunderschöne Farben, es sind wunderschöne Designs. Alleine hier der kleine Michel, ne? Ich könnte echt, also es ist so mega. Übrigens, also guckt euch mal. Da habe ich hier nochmal den letzten Aufnahme, ne? Aber es ist der gleiche hier, wenn ihr euch den kleinen Michel mal anschaut. Hier sieht man sich da. Bop, bop, bop. Zoom. Guckt euch mal die Augen an. Ne? Also, und jetzt einmal hier. Der junge Herr ist gewachsen. Ne? Also, es sind die gleichen Models, die gleichen Kinder. Also alle, ne? Hier vorne sind sie nochmal drauf. Und ich zeige euch mal ein paar Einblicke in dieses Buch. Und es ist, also... genau, also es geht los. Und alleine die Kindergesichter, guckt euch das mal an. Also es ist, wenn man nicht strickt, lohnt sich das Buch alleine schon wegen der Fotos. Es ist so obergenial. solche Fotos hatten sie im ersten Buch ja auch schon drin. Ne? Und das ist jetzt zum Beispiel hier dieser Strampler. Ne? Total schön, absolutes Basic. Die haben ja auch bei Sandnes Garn ihre eigene Wolle. Klompe Lompe, die haben drei Wollen. Einmal die Spot, einmal die Tünn Merino Ull und die normale Merino Ull. Haben sie genau wie Petit Knit, die haben das ja auch. Die praktisch so eine eigene Linie mit eigenen Farben, die es halt in ihrer eigenen Klompe Lompe Serie bei Sandnes Garn gibt. Und die haben sie natürlich jetzt für dieses Buch überwiegend verstrickt. Na, und wie gesagt, ich gebe euch hier mal so ein paar Einblicke. Hier ist wieder der kleine Michel, ne, mit so einer normalen Latzhose, mit einer Tasche vorne drin. Finde ich auch sehr geil. Na, und die sind halt auch
Huse Känguru, ja. Genau, für alle Altersgruppen. Ach nee, die ist ja zum Beispiel nur bis zum 4. Lebensjahr. Die haben aber zwischendurch dann, kommen die später nochmal, die Eltern. So. Na, hier für die größeren Mädels nochmal so ein Rock. Die Strickjacke ist öfter vorhanden. Also einmal, die gibt es auch für Puppen, zeige ich euch gleich nochmal, für größere Kinder. Hier sind dann zum Beispiel Bilder nochmal von ganzen Sets, ne? Zum Beispiel so ein Newborn-Set, finde ich halt total gut, ne? So mit Mütze, Latzhose, Blumas, hier die Strickjacke, darunter nochmal so ein Body, ne? Hier diese kleinen Mützen. Und diese Serie gibt es dann halt wirklich eben von Newborn an, teilweise bis in die größeren Größen. Das Schöne an diesem Buch ist eben auch einfach, dass es für Jungs und für Mädchen. Es ist normalerweise, ich finde halt, ich selber tue mich ja nun auch schwer, Jungs Sachen zu designen, sag ich mal. Ich würde es gerne und ich glaube, ich werde es auch noch tun, wenn ich dann die zündende Idee habe. Aber hier ist es eben so, also wenn man auch bei Ravelry guckt, es gibt halt unheimlich viel für Mädchen, aber eben ganz wenig für Jungs und auch für größere Jungs, nicht unbedingt so viel. Und Klompe Lompe bringt halt wirklich für beide Geschlechter einfach unheimlich viel, ne? Eben auch eben für Jungs. Und das finde ich total gut, dass da Jungs-Mamas eben auch einfach mal richtig gut bedient sind, ne? So, dann haben wir hier zum Beispiel so ein Stirnband, das gibt es auch als Mütze, Schmetterling. Das ist im Colorwork, aber im ganz simplen Colorwork, ne? Wo man hier einfach abwechselnde Maschen hat. Dann ist hier so ein Schmetterling rein gestrickt im Colorwork. Das heißt, wenn man das noch nie gemacht hat, hat man hier so ein kleines Projekt, um da einfach mal reinzukommen, ne? Wie das funktioniert. Hier die Strickjacke mit den Flügelärmchen, auch ganz bezaubernd. Na, und es ist eben alles wieder simpel. Also es ist wirklich so ganz schlichte Basic-Mode, die trotzdem irgendwie immer so ein Highlight mit sich bringt und einfach unheimlich Spaß macht. Ne? Also ich habe da schon, ich habe hier, wie gesagt, meine ganzen Zettel. Ich muss mal gucken, was ich davon alles stricke. Also ich glaube, ich werde aber tatsächlich mit der Puppenkleidung anfangen, weil ich das einfach süß finde. So, ja, dann hier nochmal. Das Mützchen, hier diese, die ihr eben schon gesehen habt, die Strickjacke, die jetzt nur in weiß und dann hier nochmal so eine Loch-Leggings dazu, also so eine Leggings mit Ajourmuster. So, das finde ich auch ganz süß. Das ist jetzt auch für größere Kinder. Das ist so ein Taschenkleid, da sieht man praktisch hinten, ist so ein, am Rücken so ein Highlight und von vorne, finde ich das halt sehr süß. Na? Sind vorne so zwei so eine Taschen drin. Finde ich absolut cool. Und für den Sommer natürlich. Das Gesicht nochmal. Ja, ehrlich. Es ist einfach der Knüller, oder? So guckt meine Kleine übrigens auch sehr gerne. So, da hat mir jetzt einer aus meinem Stabchen auch gerade gesagt, ne, absolute, sowas ist eigentlich ein Must-Have, ne? So ein. Eine Strickjacke für Jungs mit einer Kapuze hinten drin. Hier ist jetzt sogar so ein Zipper eingenäht. Da wird auch erklärt dann, ne, wie man das macht mit dem Einnähen vom Zipper. Finde ich auch sehr gut. So. Ne, hier auch nochmal so ein ganz schlichtes Top. Ne, sieht man von vorne und von hinten nochmal. Auch ganz schlicht und trotzdem irgendwie wieder so ein Highlight dabei, ne? Mit dem hinten, mit dem Biker-Rücken, sag ich mal, mit dem Racer-Bag. Die Babys, ne? Oh, diese Kinderbilder, es ist so entzückend. Und hier ist dann nochmal so eine Mütze, so einen leichten Colorwork. Allerdings ist hier kein Schmetterling drauf. Hier ist dann ein Dinosaurier drauf. Kann man das erkennen? Mal gucken hier. Ne? Also dann eben für Jungs. Und die Idee finde ich halt auch absolut cool, sodass man sich da einfach mal rantrauen kann. Ne? Weil Colorwork ja doch was ist, was gerne mal abschreckt, wenn man so diese ganzen Mega-Pullis sieht, die man so hier, keine, wie heißen die, Sunway Ribbing? Nee. Von Andrea Murray und Caitlin Hunter und so gibt es ja hier diese ganzen. Und hier die, wie heißt sie? Steingas? Jennifer Steinges, also die macht ja auch so traumhafte Colorwork-Pullis. Aber wenn man das noch nie gemacht hat, denkt man natürlich so, oh ja, das sieht toll bei dir aus. Hast du ganz toll gestrickt, ich mach das nicht so, ne? Und da kann man das dann halt ja, mit so kleinen Accessoires einfach mal üben und sich einfach mal rantrauen. Und ach, das ist auch wieder so bezaubernd. Oh Leute, echt, das ist so. Guckt euch das mal an. Ist das nicht süß? So ein, auch so ein Romper, ne? So ein Body, sag ich mal, der so ganz leicht, den kann man eben ganz toll aus Baumwolle ausstricken. Ich weiß gar nicht, was haben die das gestrickt? Das ist aus der Sun Scan Duo. Ja? Und das ist ja, was ich eben schon mal erzählt habe, dieser Mix aus Wolle und Baumwolle.
Für den Sommer einfach ideal, ne? So, und hier jetzt zum Beispiel nochmal für groß und klein diese Loch, also Leggings mit Lochmuster, ne? Richtig gut. Und ich finde es eben schön, dass sie wirklich das bis zum 12. Lebensjahr abdecken, ne? Und nicht nur, keine Ahnung, bis 4, 5 Jahre, sondern eben auch für größere Kinder, ne? Weil es gibt ja, okay, nicht alle Kinder mögen, im größeren Schulkinder mögen genähte und gestrickte Kleidung, aber es gibt durchaus welche, die das halt vielleicht einfach mögen. Und ich finde, da gibt es einfach viel zu wenig. Ich finde einfach, Kinderstrick bekommt viel zu wenig Aufmerksamkeit. Ich verstehe das immer gar nicht, ne? Aber es gibt so viele Muttis, so viele Omis, die für ihre Kinder und Enkelkinder stricken wollen. Und es gibt einfach viel zu wenig Angebot, habe ich so das Gefühl. Oder es ist was an mir vorbeigegangen. Das Einzige, was ich eben ganz oft sehe, sind so Sachen, die halt sehr altbacken sind. Ne? Also gerade vor allen Dingen auch sehr viel Grobstrick. Ne? Also ganz, ganz viel Grobstrick, knallebunt oder einfach auch überladen mit Mustern. Also was, ich meine, klar, es ist Geschmackssache, viele mögen das. Wo denn halt so eine Babyjacke einfach, keine Ahnung, dann hat die da 10 Zöpfe und nochmal 5 Ajourmuster und dann nochmal irgendwie 3 Rippmuster drinne. Das ist so völlig überladen mit irgendwelchen Mustern. Das ist wahrscheinlich auch sehr viel Arbeit, sehr viel Handarbeit und sehr viel Liebe, die da reingesteckt wird, aber es sind einfach Sachen, wo ich sage so, pff, es ist halt nicht meins. Und ich finde halt gerade so einfache Basic-Sachen, finde ich, und dann gestrickt, finde ich so unheimlich schön und süß an Babys und an Kindern und es macht auch einfach Spaß zu stricken und das ist eben alltagstauglich. Und das ist kein Teil, wo man sagt, oh nee, das ist zu schade, um es dahin anzuziehen, sondern man kann es halt auch mal im Kindergarten. Wenn man ein robustes Garn nimmt, kann man es auch im Kindergarten anziehen, so, ne? Und das finde ich halt einfach wichtig. Und das bringt eben auch Plompe-Lompe mit, ne? Und was ich jetzt sehr süß finde, ist hier diese Mütze. Guckt euch das mal an. Ist das nicht der Oberknaller? Hier mit diesen Lämpchenohren. Das Hasen oder Lämpchenohren? Steht hier ein Name? Wie heißen die, Mütze? Das Hasen oder? Es soll ein Hase sein, aber ich finde, es könnte auch ein Lämpchen, könnte auch als Lämpchen durchgehen. Unheimlich süß und ich habe überlegt, ich glaube, ich werde das auch machen, aber eben nicht als Bonnette, weil es ist ja eine Bonnette, die hier zugebunden wird. Ich glaube, ich werde das als normale Mütze machen und dann diese Öhrchen dran stricken. Ah, ich muss mal gucken, ich finde das total süß. So, dann geht's hier weiter. Ich zeige euch hier fast das ganze Buch, ne? Aber ich bin einfach so begeistert von diesem Buch. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, hier zu stricken. Ich muss jetzt selber weniger Anleitung schreiben, muss ich hier raus mal stricken. So ein Sommerkleidchen für kleinere Mädels. Auch super süß. Und das gibt es aber auch für die Großen. Moment, ich kann euch das nochmal als Flatlay zeigen, weil dieses ist jetzt tatsächlich ein Bodykleid. Da seht ihr das, ne? Ach, total gut. Ach, Gott sei Dank. Schon gedacht, hier dreckige Fingernägel und ich halte die vor in die Kamera hier, ne? Hier sind nochmal die beiden. Hier ist nochmal einmal das Bodykleidchen. Oh, und das ist auch so süß hier, ne? Das ist tatsächlich was, ich glaube, da habe ich mich jetzt richtig inspirieren lassen, weil ich das einfach unheimlich süß finde. Das ist praktisch ein Mix, das habe ich schon öfter gesehen, aber in dieser Umsetzung gefällt mir das besonders gut, wo halt praktisch das gestrickt ist und dann Stoff unten angenäht. Gefällt mir richtig, richtig gut, inspiriert mich jetzt sehr und ich glaube, das werde ich in einer meiner künftigen Anleitungen auch nochmal umsetzen, aber anders natürlich, ne? Aber auch so mit so einem Rüschenteil oder vielleicht Ärmchen ranstricken oder so. Oder vielleicht auch so ein Einteiler, wo man dann so vielleicht so einen Shirt-Einsatz macht, sodass das aussieht wie praktisch, dass man das Vorderteil vom Shirt einnäht und dann die Strickjacke direkt annäht oder so. Ich muss mal gucken. Da gibt es ja einige coole Sachen, die man da vielleicht machen kann. Ja, aber das finde ich auch schon richtig süß. Oh, hier ist auch wieder so ein süßes Set, ne? Ja. Die Strickjacke. Und hier nochmal für Jungs, ne? So ein paar Buchsen. Ist natürlich auch wieder Unisex, geht natürlich für Jungs und für Mädchen, aber man soll ja nicht sagen, dass die Jungs hier zu kurz kommen. Jetzt haben wir wieder ganz viel. Ihr merkt, ich zeige euch schon wieder mehr Mädchensachen. Hier sind aber auch noch mehr Jungssachen drin. Aber ich wollte euch jetzt nicht alle 40 Designs zeigen. Ja, nochmal so ein Kleidchen für die Großen. Und hier sind dann die Puppensachen, ne? Guck mal, hier sind dann praktisch die Anleitung nochmal einmal für die Puppen. Und da gibt es dann auch für die Puppen. Gibt es dann auch noch hier diesen Strampler. Hier ist so das ganze Puppenoutfit eigentlich, ne? Das ist so auch so dieses Tuch, so ein gestricktes Tuch. Das gibt es auch für die Babys. Also richtig gut. Achso, dann war hier auch, Colorwork war hier auch noch mal drin. Ich habe hier ganz viele euch unterschlagen jetzt, ne? Ich gucke nochmal, ob ich Babydecke und so eine Zwergenmütze ist hier auch noch drin.
So, ich gehe jetzt noch hier nochmal so ein Zufall. Ich blätter hier nochmal so zufällig durch. Also ich habe euch tatsächlich jetzt überwiegend nur meine Highlights gezeigt, aber das war nur die Hälfte von dem, was hier drin ist. Ehrlich, also ne, hier ist auch nochmal so ein... Den finde ich auch unheimlich süß. Ich gucke mal, ob ich hier nochmal so ein paar Jungs-Sachen finde. Ne? Nicht, dass die Jungs, Omas und Mamas sich hier nochmal so völlig vernachlässigt fühlen hier. Hier zum Beispiel. Auch sehr süß, so ein, auf beiden Seiten praktisch so eine Knopfleiste. So ein normales Streifenshirt. Ja, hier seht ihr das, genau. Ne? Und dann gibt es hier auch noch so Colorwork, habe ich hier noch mehr gesehen. Moment. Da ist mir doch, oder hier auch nochmal so einfach Basic Raglan nochmal. Wo ist denn zum Beispiel, ne? Strickjacke, auch für die eher größeren Jungs nochmal. Mit Mütze. Das ist auch so herrlich, das Bild, ne? Auch nochmal die ganzen Models zusammen hier. Genau, hier sind dann zum Beispiel nochmal so diese Colorwork-Strickjacken. Kann man natürlich in Jungs- und Mädchenfarben machen. So, dann nehmen wir hier Jungs-Sachen. Genau, das war hier der. So, aber das war das. Genau. Hier ist nochmal für die Mädchen halt nochmal hier so die Colorwork-Version. Ne? Ja, also ehrlich, ich... Also, oh Gott, ist das nicht ein... Oh, ehrlich, ne? Also, oh, dieses Buch, also das ist tatsächlich für alle, die Kinder kriegen wollen, die kleine Kinder haben oder hier, oh, das ist... Ne? Also das ist nicht nur stricktechnisch, sondern auch fotografisch. Das ist also ein absolutes Must-Have, ne? Ehrlich, das ist... Und wie gesagt, es sind teilweise, es sind wirklich so Basic-Sachen, ganz schlicht, ganz simpel, dieses Buch. Also, ehrlich. Das ist im Stiebner Verlag erschienen, habe ich erzählt, kostet 24,90 Euro, Leute. 24,90 Euro. Und da sind 40 Projekte drin. Und mega gut beschrieben, ausführlich. Die Fotos sind ein absoluter Traum. Ehrlich, die sind, also... Oh, ich habe hier noch eins gefunden. Moment. Also wirklich, ich habe dieses Buch durchgeblättert. Ich habe mir gedacht, oh, oh süß, oh, oh, toll, oh, kommt das Gesicht. Und auch, ich, also Stefan, also mein Freund, der hat mich nur angeguckt und meinte, was guckst du dir da an? Ich so, das ist so süß, ehrlich. Ne? Also ich verlinke euch das wieder unten im, in der Infobox. Und ja, das ist tatsächlich ein Buch, das ich wirklich sehr, sehr empfehlen kann. Und ich weiß, da kommt noch. Ich habe ja mit dem Stiebner Verlag geschrieben und habe mir da zwei Bücher zum Rezensieren ausgesucht. Dieses nicht, das habe ich selber gekauft und habe dann auch geschrieben. Ich so, ich habe mir das schon, ich warte schon sehnsüchtig, das wird morgen geliefert. Ne? Da hatte ich, mit, ich hatte mit denen einen Tag vorher geschrieben und da haben die mir verraten, dass da bald noch was kommt. Ich denke mal zum Herbst. So, da freue ich mich auch schon sehr, 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 sehr doll drauf. Und ich habe denen tatsächlich auch noch ein paar Empfehlungen gegeben. Denn meiner Meinung nach gibt es einfach in Deutschland oder im deutschsprachigen Raum viel zu wenig Kinderstrick aus dem skandinavischen Bereich. Es gibt einfach, außer es gibt einfach neben Klompelompe und neben Petit Knit und neben Lene Holm-Samsö gibt es einfach noch so unglaublich tolle Strickdesigner, die überhaupt gar keine, ich glaube, die kennen die hier in Deutschland meistens gar nicht, ne? Also ich habe denen wirklich erstmal eine Liste oder einfach, ich glaube, nee, ich könnte denen eine Liste schicken. Ich habe eine riesenlange Liste mit unglaublich tollen Designern aus Dänemark, Finnland, Norwegen, Schweden, überall her. Island, glaube ich auch, weiß ich gar nicht. Und habe denen jetzt erstmal nur so ein paar, die mir direkt eingefallen sind, wie Clara Knitwear, Millefrit, Hoppestrick,
Little and Loop. Also es gibt wirklich, also die einfach so tolle Kinderdesigns haben. Und ich hoffe tatsächlich, weil Clara Knitwear zum Beispiel, die hat ja in, die kommt aus Norwegen, meine ich, genau. Und die hat jetzt, ich glaube letztes Jahr, hat sie ihr erstes Buch rausgebracht. Die hat schon ganz viele Anleitungen und hat jetzt ihr erstes Buch rausgebracht und zeigt das auf Instagram halt auch immer. Und unheimlich schöne Bilder auch. Also so in diesem, ja, wie nennt man diesen Stil? Also unheimlich schöne Porträtaufnahmen eben auch einfach. Ich interessiere mich auch sehr für die Fotografie, gerade für Porträtfotografie. Und von daher beobachte, also gucke ich mir das halt auch mal sehr mit Begeisterung an. Und ich hoffe tatsächlich, dass sie dieses Buch nach Deutschland bringen. Das würde ich tatsächlich sehr, sehr geil finden. Also die haben zumindest gesagt, sie gucken sich die Designer mal an. Das finde ich schon wieder unscharf und kein Mensch weiß warum. Ja, egal. Ist so, ne? Genau, so. Das soll es für heute auch gewesen sein. Und dafür, dass es spontan war und einfach mal so zwischen... Wie spät ist denn das eigentlich? Habe ich vielleicht tatsächlich nochmal 20 Minuten Zeit, um zu stricken gleich, bevor ich die Kinder abhole. Und genau, dafür, dass das einfach so zwischendurch spontan war, ist es doch wieder sehr lang geworden. Und warum? Ich bin hier schon wieder unscharf. Ich kriege das Brechen hier. Ne? Das wird hier nämlich dunkel gerade draußen. Und trotz Leuchte hier ist das jetzt, naja. Genau, und ja. Das war es erstmal von mir, mein Wort zum Montag. Und ja, ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen inspirieren. Ich hoffe, ihr hattet wieder ein bisschen Spaß. Ich hoffe, ich war nicht zu schnell und zu chaotisch. Und ja. Und mal sehen, wann mein nächstes Video kommt. Ich mache das, wie gesagt, wieder ganz spontan, je nachdem, wie ich Zeit habe, wie viel gerade geschafft wurde. Auf jeden Fall, wenn die Bücher da sind, die jetzt noch kommen sollen. Also diese Woche sollen ein paar Bücher kommen. Da werde ich mich erstmal ein bisschen reinlesen und genau, und die werde ich euch dann im nächsten Podcast zeigen. Und schon wieder unscharf hier. Egal. Ich wünsche euch eine ganz tolle Zeit und ja, freue mich auf euch beim nächsten Mal und bleibt alle gesund. Ich drücke euch, ihr Lieben.